Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der VfB Stuttgart-Karriere und heute entscheidet sich die Meisterschaft direkt im ersten Spiel der Episode gegen den Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen. Mit einem Sieg sind wir Meister, mit einem Unentschieden sind wir quasi Meister, weil wir einfach eine geisteskranke Tordifferenz haben. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich hier die 3 Punkte holen, damit wir auch ganz sicher deutscher Meister sind. Und das auswärts jetzt in der Bayer Arena, da haben wir jetzt die Chance im Regen den Titel klar zu machen. Und da wollten wir natürlich ein frühes Tor haben, weil frühes Tor, dann spielt man natürlich ein bisschen beruhigter. Und wir hatten halt auch direkt die erste Chance durch Silas, der da geschickt wurde beim Konter. Und er macht auch in der 16. Minute direkt das 1-0 für uns. Also unsere Superstars haben uns mal wieder im Rucksack. Jonathan David legt ab auf Silas und Silas mit seinem 10. Saisontreffer macht hier, wie gesagt, die Führung für uns klar gegen Bayer 04 Leverkusen. Die hatten ein starkes Team, deswegen war hier natürlich auch alles noch nicht safe. Deswegen hatten sie auch kurz vor der Halbzeit hier noch die Chance auszugleichen und haben sie dann auch mit dem glücklichen Abpraller genutzt. Calvin Stengs mit dem 1:1 in der 41. Minute. Davor Vlachodimos eigentlich super gehalten, aber gut, der Ball tropft halt leider direkt in die Mitte zu Calvin Stengs zurück und er weiß halt genau, was er damit anfangen kann. Genauso wie hier lässt er Rüdiger stehen, der kann sich nur noch mit einem Foul helfen und es gibt eine Freistoßposition, die ist überragend. 18 Meter vorm Tor, relativ zentral, Mendes tritt an und schießt zum Glück für uns daneben. Vlachodimos ist auch aus seinem Körper, glaube ich, rausgesprungen, so hoch ist er da gewesen. Aber gut, wir haben ihn nicht gebraucht, der Ball ist vorbeigegangen, deswegen konnten wir hier ganz entspannt wieder nach vorne spielen. Jonathan David aber ein bisschen zu entspannt gewesen. Hat da denn die Chance nicht so richtig genutzt, die er da hatte. Das war eine perfekte Chance, um hier wieder in Führung zu gehen. Aber gut, wenn man ihm dann 2 Chancen gibt, dann geht natürlich auch eine rein. Kurze Zeit später in der anschließenden Ecke, der zweite Ball kommt wieder rein und Jonathan David setzt sich da durch und Radetzky, der gerade im 1 gegen 1 überragend gehalten hat, sah ein bisschen blöd aus, muss man ganz klar sagen. Kommt da raus, er wird so ein bisschen im Niemandsland erwischt und kann dann nicht mehr verhindern, dass es da einschlägt. Ähnlich jetzt auch wie Vlachodimos, der komplett machtlos ist gegen diesen Strahl von Gidikli. Vorher eingewechselt, glaube 70. oder sowas, kam der rein und bringt dann so einen Hammer raus. Kurz vor Schluss hier, 10 Minuten vor Schluss, also wieder 2:2. Aber wir hatten noch ein letztes Ass im Ärmel. Und das Ass im Ärmel heißt Orel Mangala, den sieht man hier noch gar nicht. Flanke kommt aber rein, Klimovic verlängert und Orel Mangala schießt uns zum Titel. Der VfB Stuttgart gewinnt zum 2. Mal in Folge die deutsche Meisterschaft hier in dieser Karriere. Und Orel Mangala mit dem goldenen Treffer, der hier alle zum Ausrasten bringt. Gegen den direkten Rivalen haben wir uns also durchgesetzt. Ist auch eine geile Story. Das Erster gegen Zweiter, das Spiel ist, wo sich die Meisterschaft entscheidet. Leverkusen super dagegen gehalten, 2-mal ausgeglichen, aber am Ende konnten wir zum Glück, wie gesagt, durch Orel Mangala nochmal die Führung übernehmen. Und Orel Mangala ist natürlich dann auch mein Spieler des Tages, hat uns also zum Titel geschossen. Wir haben jetzt 12 Punkte Vorsprung und nur noch 3 Spiele zu spielen. Das kann natürlich Leverkusen gar nicht mehr aufholen. Und deswegen können wir uns jetzt ganz entspannt hier auf die Champions League konzentrieren, haben da jetzt noch 2 Spiele, um ins Finale einzuziehen. Das erste, das Hinspiel bei uns zu Hause im Gottlieb-Daimler-Stadion gegen Olympique Lyon mit Félix Jacquot vorne drin. Er steht wirklich in der Startelf. Er ist anscheinend ein sehr wichtiger Teil für die Franzosen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Wenn er natürlich gut gegen uns spielt, ist es natürlich gut für uns, weil wir wissen genau, wir können entweder ihn nächstes Jahr gebrauchen oder eben ihn zu Geld machen. Wenn er jetzt schlecht gegen uns spielt, dann würde es mich jetzt natürlich freuen, aber es ist natürlich schlecht für seinen Marktwert. Er hat auf jeden Fall mal gut angefangen. Er hat direkt das 1:0 vorgelegt von Fernandes. Da wurden wir etwas überrumpelt und Félix Jacquot gibt hier im Strafraum nochmal ab auf seinen Kollegen hier. Dann wieder die 2, Fernandes auf Jacquot dieses Mal und Vlachodimos hält. Also Jacquot hat hier richtig Bock gehabt in dem Spiel. Ist natürlich gut zu sehen, aber ist natürlich trotzdem auch schlecht zu sehen, weil ich bin da komplett zwiegespalten gewesen. Ich wollte natürlich, dass mein Leihspieler hier eine gute Performance abgibt, aber ich wollte natürlich auch weiterkommen. Deswegen war es so wichtig, dass Jonathan David hier diese Chance nutzt. Aber er nutzt sie nicht, der Ball war gehalten, das war die Riesenmöglichkeit, um auszugleichen, aber zum Glück hatten wir kurze Zeit später dann wieder den Angriff. Pedro de la Vega gibt auf Klimovic ab und Klimovic macht dann auch das 1:1, macht es dann nochmal spannend, schießt genau in die Ecke, wo auch der Torwart sich relativ früh hinbewegt hat. Also ich glaube, wenn er den mit 1 km/h in die andere Ecke schießt, dann ist er auch noch drin und wahrscheinlich sogar sicherer drin, aber am Ende Tor ist Tor, von daher alles gut. Aber am Ende war doch nicht alles gut. Rüdiger lässt sich hier komplett verarschen von Fernandes. Sieht da richtig amateurhaft aus, unser Abwehrchef. Und dann steht es wieder 2:1, kurze Zeit später. Also die erneute Führung für Olympique Lyon. Und wieder war es Fernandes und wieder war es eine Vorlage von Félix Jacquot. Also die 2 waren wirklich richtig stark in dem Spiel. Genauso wie auch der Torhüter. Moreno war's, hier heißt der, glaube ich.
Der hat einfach alles gehalten. Wir haben genau eine Chance reinmachen können. Wir hatten aber so viele Chancen eigentlich in dem Spiel. Wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Und so sind wir am Ende mit relativ leeren Händen am Start, weil einfach wir unsere Chancen nicht nutzen konnten. Und weil Fabio Fernandes den Doppelpack schnürt und weil Felix Jaco richtig gewirbelt hat. Da vorne zwei Vorlagen für zwei Tore. Das ist natürlich eine richtig steile Vorstellung. Und wir sind natürlich jetzt im Hintertreffen fürs Rückspiel. Nur 2:1 zum Glück. Das heißt, das kann man noch aufholen. Aber es wird natürlich nicht einfach. Deswegen habe ich jetzt auch direkt mal komplett durchrotiert in diesem Bundesligaspiel hier. Da zeige ich euch jetzt nur noch die Tore von den letzten paar Bundesligaspielen. Aber ich wollte jetzt nicht alle simulieren. Das wäre ja auch irgendwie unnötig gewesen. Deswegen habe ich lieber nochmal durchrotiert und dann selber gespielt und dann auch ein Tor gemacht mit Romero. Aufgelegt von Massimo. Der hat ja fast gar keine Spielzeit bekommen, weil Silas muss man einfach nicht ausrotieren oder rausrotieren, besser gesagt. Und deswegen war Massimo die ganze Zeit irgendwo auf der Reserve, war die ganze Zeit auf der Tribüne dabei, war, glaube ich, Edelfan vom VfB Stuttgart dieses Jahr. Aber hier darf er auch mal spielen und hier nutzt er auch direkt seine Möglichkeit. Ähnlich wie Wahid Fagir. Fagir finde ich wirklich geil, muss man ganz ehrlich sagen. Fagir, wenn er spielt, dann spielt er auch meistens richtig gut, aber er ist halt trotzdem gerade Stürmer Nummer 3. Deswegen bin ich auch sehr zwiegespalten, was ich dann mit Felix Jaco machen werde im nächsten Jahr, weil theoretisch könnte man ihn zu Geld machen. Theoretisch ist Olympique Lyon nach so einer Vorstellung im Champions League Halbfinale bestimmt auch daran interessiert, ihn fest zu verpflichten. Die Frage ist dann nur, ob sie sich leisten können oder nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn er schon so gut gegen mich gespielt hat, dann kann er bestimmt auch gut für mich spielen. Also ich weiß überhaupt nicht, was ich mit Felix Jaco machen soll. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da mit unseren Stürmern machen würdet. Also da bin ich wirklich ein bisschen überfragt, muss ich ganz klar sagen. Und hier ist mir auch ein richtiger Anfängerfehler unterlaufen. Normalerweise weiß ich, wenn du den Titel safe hast, ist im nächsten Heimspiel die Übergabe der Trophäe. Habe ich aber überhaupt nicht dran gedacht, weil ich es irgendwann um 1:30 aufgenommen habe. Und dann habe ich halt alles durchrotiert, inklusive Endo. Jetzt ist es Waldemar Anton, der die Trophäe in die Höhe streckt, der die Schale da überreicht bekommt. Ich meine, ist am Ende nicht so schlimm. Es sieht halt einfach nur gerade ein bisschen falsch aus, muss man sagen. Anton, keine schlechte Wahl dafür, aber wie gesagt, eigentlich unser Kapitän Wataru Endo sollte es übernehmen. Aber gut, wenn er nicht gespielt hat, kann er es auch nicht übernehmen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass Anton hier die Trophäe übernommen hat. Wir haben ja zumindest mal auf eine Trophäe noch heute Abend oder heute Nachmittag im Double Upload dann die Chance, Endo die Trophäe zu übergeben. Weil wir sind ja schon safe im DFB-Pokalfinale. Das wird, wie gesagt, in einem Double Upload heute Abend auch noch kommen. Dazu dann vielleicht noch das Champions League-Finale. Das entscheidet sich jetzt natürlich im Spiel gegen Olympique Lyon, im Rückspiel im Olympique Lyon-Stadion. Wieder mit Felix Jaco vorne drin, bei uns die komplette Top 11. Wir hatten im Hinspiel so ein bisschen durchrotiert oder besser gesagt nicht durchrotiert, aber wir hatten halt ein, zwei Leute, so wie Koufré in der Mannschaft, die ja eigentlich nicht mehr erste Wahl sind. Und hier haben wir jetzt aber wirklich auf alle gesetzt, die ansatzweise fit sind. Und es waren zum Glück alle ansatzweise fit. Und deswegen konnten wir auch sehr früh genau das machen, was wir gebraucht haben. Ein frühes 1:0, damit wir die Partie hier wieder ausgeglichen haben. Es hat funktioniert. Jonathan David mit dem Tor und dann kommt danach Silas mit der Chance, scheitert am Torhüter und dann Pedro de la Vega erzwingt das Eigentor von Özcacar oder Özcacar, glaube ich, heißt er, der Innenverteidiger, der neben Jerome Boateng gespielt hat. Jerome Boateng auch übrigens in seinem letzten Jahr der Karriere. Wäre für ihn natürlich auch geil, nochmal ins Champions League Finale zu kommen mit Olympique Lyon. Aber das sieht jetzt eher schlecht aus wieder, weil wir haben nämlich hier die Führung direkt übernommen, haben unsere Chancen im Gegensatz zum Hinspiel auch besser mal genutzt. Auf der anderen Seite Fernandes im Hinspiel alles reingemacht, was er so bekommen hat. Dieses Mal nicht. Felix Jaco wieder unglücklich gewesen im Hinspiel. Longshot gegen Vlachodimos gescheitert. Im Rückspiel jetzt Longshot gescheitert an der Latte. Und dann wurde Olympique Lyon wirklich frustriert. Hat sich dann hier hinreißen lassen in Form von Fabio Fernandes zu einem absoluten Frustfoul im Mittelfeld. Kriegt dann auch noch die berechtigte rote Karte. Und der Traum von Olympique Lyon platzt langsam aber sicher, weil wir jetzt auch nochmal die Chance haben, hier einen draufzusetzen. Und mit Sosa die Latte treffen, aber Pedro de la Vega perfekt steht, den Ball bekommt und ausrasten darf. 4:2 setzen wir uns durch, in diesem Spiel dann mit 3:0. Wir haben einfach unsere Chancen genutzt. Hätten wir die im Hinspiel schon genutzt, wären wir wahrscheinlich gar nicht in Rückstand gewesen jetzt für das Rückspiel. Aber das zeigt natürlich auch wieder die Klasse dieser Mannschaft, sich da überhaupt nicht beirren zu lassen. Früh in der 15. das 1:0, dann das 2:0 in der 30. hinterher zu setzen und dann einfach das Spiel über die Bühne zu bringen. Und das bringt uns ins Finale. Wie gesagt, später Double Upload, DFB-Pokalfinale und Champions League Finale gegen FC Liverpool. Das wird eine geisteskrank geile Partie, glaube ich. Liverpool immer eine brutale Mannschaft in FIFA. Sind dann wahrscheinlich auch der Favorit, das muss man so ehrlich und offen zugeben, dass sie wahrscheinlich der Favorit sein werden und nicht wir. Wir werden dafür im DFB-Pokalfinale gegen Köln der Favorit sein. Also mindestens einen Titel möchte ich noch aus diesem Double Upload heute Abend
Ich möchte unbedingt den DFB-Pokal noch holen, damit wir ein Double holen können. Das Triple ist dann ja Wunschdenken. Das Triple ist dann einfach nur noch das Sahnehäubchen obendrauf. Mein Anspruch war es eigentlich überhaupt noch gar nicht ins Finale zu kommen. Da bin ich natürlich sehr froh drüber. Und jetzt ist das einfach nur noch so ein Bonus-Game. Da schauen wir mal, was wir gegen Liverpool so machen können. Die Mannschaft von Jürgen Klopp, wie gesagt, safe überragend, ganz klar. Haben sich ja auch gegen ein richtig starkes Real Madrid durchgesetzt. Das muss man auch erstmal schaffen. Wir hatten dafür, wie gesagt, einen etwas einfacheren Gegner in Olympique Lyon und müssen jetzt mal schauen, was wir so ausrichten können gegen die europäische Spitzenklasse von Liverpool. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf dieses Video heute Abend, deswegen schaut auf jeden Fall nochmal vorbei. Ich würde sagen, es kommt um 18 Uhr heute Abend, kurz vor dem Topspiel, damit ihr es noch ganz entspannt zwischen ja, Konferenz und Topspiel angucken könnt. 18 Uhr ist, glaube ich, eine gute Uhrzeit für dieses Live-Special. Ich werde dann beide Spiele natürlich auch wieder live spielen. Das habe ich jetzt in den letzten Jahr in FIFA 21 schon gemacht. Also für die Leute, die damals schon zugeschaut haben, die werden es wissen, wie es abläuft. Ich werde auf jeden Fall beide so machen wie ungefähr die Mainz-Episoden. Einfach beide Spiele live spielen, live kommentieren. Und dann werden wir da eine Menge Spaß auf jeden Fall haben. Deswegen schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. Lasst hier natürlich auch schon mal gerne ein Like da. Weil wir versuchen jetzt nämlich Jonathan David im letzten Spiel noch auf die 30 Tore zu bekommen. Deswegen habe ich hier auch nochmal mit voller Stärke gespielt. Er hat einen Hattrick gebraucht. War schwer, aber als Gegner Fortuna Düsseldorf, da könnte man einen Hattrick auf jeden Fall mal schaffen. Er hat auch direkt gut angefangen. 13. Minute macht er das 1-0 für unser Team und fängt schon mal, wie gesagt, gut an, die Tore zu sammeln. Danach geht er hier über rechts super durch, setzt sich dann durch, schießt durch drei Leute durch, macht das 2-0 in der 23. Minute. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir dann, okay, das ist ganz easy, dass er hier seinen Hattrick macht. Das wird überhaupt kein Problem sein. Also der wird den, hundertprozentig wird er den Hattrick haben. Aber danach hat dann erstmal sich Fortuna Düsseldorf gemeldet und Ampoma mit dem 2-1 kurz vor der Halbzeit wollte das Spiel nochmal spannend machen. Ich meine, das Spiel im Endeffekt war ja komplett egal. Also ergebnistechnisch war uns das alles egal. Deswegen habe ich auch komplett darauf geachtet, dass es so richtig schön wie am letzten Spieltag immer Lewandowski die Tore zuschießt. Nur bei mir war es halt Jonathan David, der hat 15 Schüsse genommen und hat aber keins mehr getroffen. Hat dann bei seinen zwei Toren verweilen müssen, hat dann am Ende 29 Tore gehabt in der Liga. Ist natürlich eine überragende Ausbeute. Er hat auch insgesamt nur 28 Spiele gespielt. Also er hat halt einfach mehr Tore als Spiele gehabt dieses Jahr. Aber ich hätte ihm schon gerne die 30 noch geknackt. Aber vielleicht klappt es ja nächstes Mal. Es war ja jetzt auch, wie gesagt, nicht so schlimm. Wir wollten ja einfach nur noch mal gucken, was so geht. Und wir haben natürlich den Titel schon lange festgemacht. Hamburg, Bochum steigen ab, Köln geht in die Relegation. Köln, Relegation und DFB-Pokalfinale. Das heißt, wenn sie in die Relegation verhauen, sind sie in der zweiten Liga. Aber wenn sie den DFB-Pokal gegen uns gewinnen, dann sind sie in der Europa League. Also das wird sehr spannend zu beobachten, was die so machen mit ihren restlichen Spielen in dieser Saison. Und für uns wird dann natürlich eine überragende Saison, egal wie die Finalpartien ausgehen, gekrönt mit einem Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst hier schon mal ein Like da. Schaut später nochmal vorbei. Lasst natürlich gerne noch ein Abo da, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized.